Es ist noch gar nicht so lange her, wo ich selber immer gesagt habe, wenn ich das machen würde, dann wäre es krass. Wenn ich dies machen würde, dann wäre es geil. Wenn wir dahin gehen würden, würden wir das und das machen. Aber so dürft ihr gar nicht reden. So dürft ihr vor allem gar nicht denken. Sondern ihr müsst sagen, wenn ich das mache, dann wird es krass, denn es wird passieren. Ihr müsst euch einfach immer nur wieder selber sagen, dass es passieren wird. Ihr könnt mit euren Gedanken einfach eure Zukunft selber beeinflussen. In letzter Zeit passieren immer öfters Dinge, die ich mir gedacht habe, Visionen, die ich habe, wo ich sage, es wird so passieren und dann passiert es. Manchmal bekomme ich selber Angst und denke, fuck, warum ist es so? Warum passieren die Sachen, die ich mir vorstelle und die ich denke? Und dann merke ich einfach selber oder bin zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach daran liegt, dass ich nicht mehr laber. Hört einfach auf zu labern. Hört einfach auf von Sachen zu reden, die ihr nicht, gar nicht selber seht in der Zukunft. Sagt nicht, wenn ich das machen würde, wäre ich krass. Sondern sagt einfach, ich mache das und dann werde ich krass. So seit diesem Tag, wo ich selber aufgehört habe zu labern, seit diesem Tag, wo ich mir selber gesagt habe, alles, was ich mir vornehme, werde ich erreichen. Seit diesem Tag passieren die Dinge, die ich mir vorstelle, einfach von alleine. Und das ist ein krasses Feeling. Man bekommt selber Angst. Man denkt, hä, wieso passieren die Sachen, die ich mir vorstelle, die ich denke, einfach direkt so. Es liegt aber einfach an euch und euren Gedanken. Hört einfach auf zu labern. Redet nicht so viel von den Sachen, die ihr machen wollt, sondern macht's einfach. Geht hin und macht's. Dazu gehören Eier, dazu gehört Mut, dazu gehört Durchhaltevermögen. Und die Dinge hat mir auch zum Teil Fitnesssport beigebracht. Da habe ich auch nicht gesagt, wenn ich jetzt so trainieren würde, würde ich den krassesten Körper haben. Nein. Ich habe gesagt, ich werde jetzt so trainieren und ich werde den geilsten Körper auf der ganzen verfickten Welt haben. Und so wird's passieren. Für mich, Mann, wir werden mit dem Gedanken, dass wir den geilsten Körper haben der Welt, werden wir sterben. Diesen Gedanken werden wir mit ins Grab nehmen. Aber dieser Gedanke ist unsere Motivation. Dieser Gedanke treibt uns dazu, 100% zu geben. Und genau so ist es in allen anderen Lebensbereichen auch. Ihr müsst einfach euch vorstellen, dass ihr die krassesten seid. Das habe ich schon 1000 Mal gesagt, aber es ist einfach eine Message, die ihr in euch übernehmen müsst. Ihr dürft nicht davon reden. Ihr sollt euch auch nicht dieses Video reinziehen und dann denken, ja, wenn ich das machen würde, wäre ich krass. Nein, ihr sollt das Video euch reinziehen und ab morgen anfangen mit der Scheiße. Ihr sollt ab morgen das durchziehen, was euer Herz euch sagt. Das durchziehen, was euer Gefühl euch sagt. Das durchziehen, was ihr die ganze Zeit wollt, wovon ihr aber nur labert und es nicht macht. Ihr sollt genau die Dinge durchziehen. Und dazu will ich euch motivieren. Meine Bestimmung auf dieser Welt ist nicht irgendwie der Krasseste zu sein oder mich in den Mittelpunkt zu stellen. Meine Bestimmung auf dieser Welt ist es, andere Menschen zu motivieren, das hundertprozentige Potenzial aus sich rauszuholen. Ich will, dass jeder Mensch da draußen sieht, dass er krass ist. Ich sehe in Menschen meistens mehr, als die Menschen in sich selber sehen. Und das will ich ändern. Ich will, dass jeder in sich sieht, was er hier auf der Welt zu suchen hat. Jeder hat eine Bestimmung. Jeder ist zu irgendwas berufen. Ihr müsst nur eure Berufung finden und die Eier dazu haben, diese Berufung zu 100% zu leben und durchzuziehen. Be unique, Leute. Seid so, wie ihr seid. Seid einzigartig. Und dabei ist alles. Weil dabei ist alles. Gebt Gas, lebt euren Traum, macht das, was ihr machen wollt und sagt nicht, wenn ich würde, wäre ich. Peace out, ich bin raus. Guten Tag, hallo. Ey, Freunde, das war's gewesen mit dem Motivationsvideo. Ich habe mal wieder eins gemacht und ich bin hier auch verwunderlicherweise mal wieder Back in 6-8 Mannheim am Start, Mann, hat mich kurz verbabbelt, aber geht auf euren Nacken. Und ja, die Wohnung sieht auf jeden Fall voll scheiße aus, ich muss mich umdrehen. Ich setze mich so hin, aber sieht auch nicht besser. Ja, scheiß drauf, Leute. Ja, das war's gewesen mit dem Motivationsvideo. Mir liegen die Dinger wirklich am Herzen und ich muss sagen, dieser Talk war wirklich real so. Ich habe geschlafen so, 10 Minuten. Und hab das schon die ganze Zeit im Kopf gehabt und dann boom, bin ich aufgewacht, hab die Kamera geholt und hab das einfach reingesprochen und ich hab's voll gefühlt so in dem Moment und deswegen dabei ist alles. Ich hoffe, ihr feiert es genauso und ja, an dieser Stelle, natürlich an der Stelle, ganz genau an dieser Stelle müsste jetzt auch ein Video auf dem Fitnesskanal sein, wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch hinkriege, das fertig zu schneiden zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall kommt in den nächsten Stunden oder in den nächsten, ja, kommt auf jeden Fall demnächst wieder was, also Fitnesskanal abonnieren, erster Link in der Beschreibung, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns alle am Samstag, den 13.05. am Wasserturm in Mannheim. Da will ich totale Eskalation sehen. Wie gesagt, Leute, kommt alle vorbei, egal ob alt, jung, schwarz, weiß, Kennex, nicht Kennex, alle sollen da sein. Und lass mal einfach durchdrehen, lass mal zeigen, was Mannheim so zu bieten hat, was Mannheim drauf hat. Und ja, alle sind am Start, Big Nasty, Bardo, Fanus, G. Wir sind alle am Start, Leute. Ich hoffe, ihr kommt dahin und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out, bis bald und haut rein. Psst. Haut's nah, Mann.